Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Bayern München gegen SC Freiburg. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern hier mit, alle freuen sich. Es kann gerne losgehen. Gerd Müller, Kalle Rummenigge, Giovane Elber. Die Liste der überragenden Stürmer des FC Bayern ist lang. Der Name Mario Gomez würde da den wenigsten wahrscheinlich auf Anhieb einfallen. Dabei wäre das alles andere als abwegig. 113 Tore hat er für die Münchner erzielt. Das hat man, glaube ich, gar nicht mehr so im Kopf, was für eine Torquote der hatte. Und trotzdem hat er irgendwie nie so die ganz große Wertschätzung erhalten. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. Dayo Upamecano spielt mit Matthijs de Ligt in der Abwehr. Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld. Und im Sturm bauen sie heute in dieser Partie auf zwei Angreifer. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Im Tor ist Marc Flecken. Maximilian Eggestein steht zusammen mit Nicolas Höfler im Zentrum. Und im Sturm soll es heute Michael Gregoritsch richten. Das Spiel beginnt. Die Bayern mit dem Anstoß. Musiala, die Bayern im Vorwärtsgang. In der Mitte Sadio Mané. Tor, da ist es. Das ist die frühe Führung in dieser Partie. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein. Und dann der Kopfball von Sadio Mané. Das macht er überragend. So kennen wir ihn. Er macht quasi, was er will, technisch unglaublich. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Nummer 17. Jetzt ist er durch. Ball ist weg. Er lässt sich da nicht aufhalten. Leon Goretzka. Da haben sie die Chance. Er gibt dem Elfer. Elfmeter und gelbe Karte noch oben drauf. Richtige Entscheidung. Klar, es ist eine harte Entscheidung. Aber das pfeift jeder Schiri so. Keine Frage. So, jetzt können Sie die Führung ausbauen. Delver ist drin. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Lukas Höhler. Guter Pass jetzt. Vincenzo Grifo. Er schießt. Ganz stark abgeblockt. Kimmich. Davis.
Mané jetzt. Der Angriff könnte was werden. Gehalten, ganz stark. Ecke kommt von Kimmich. Bei den Bayern sehen wir im bisherigen Spielverlauf eine erstklassige Ballbesitzquote. Und sie wirken sehr zielstrebig. Kommen gut vors Tor, kommen gefährlich vors Tor und rausgekommen ist die Führung, die verdiente Führung. Ja, setzt gut den Körper ein. Der Ball ist draußen, da haben sie ihn gut gestört. Grifo. Günther. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Gutes Auge von Mané. Und der Schuss geht genau auf den Torwart. Musiala. Pavard. Flanke auf Müller. Thomas Müller. Nochmal die Wiederholung des Tors. Zunächst die Flanke und dann ist Thomas Müller mit dem Kopf zur Stelle. Ball kommt sehr präzise und ist dann auch nicht mehr zu halten. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Sané. Schuss kommt nicht durch. Der Ball geht auf Müller. Er kann klären. Sadio Mané. Wichtiges Tackling hier. Eggestein. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Jetzt Thomas Müller. Schöner Versuch. Traumtor! Da zieht er einfach mal ab und dann passt das Ding auch noch. Unfassbar! Da haben wir diesen Treffer aus der Distanz nochmal. Ich glaube fast, der Keeper hat nicht damit gerechnet, dass er aus der Entfernung einfach mal abzieht. ...4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Goretzka. Davis. Kimmich. So, kurze Pause. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Thomas Müller heute wieder mal richtig gut drauf. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Vincenzo Grifo. Michael Gregoritsch. Schwierig. Er pfeift ab und es gibt Abseits. Ob er da recht hatte?
Alphonso Davies. Am Ball jetzt De Ligt. Pavard. Goretzka. Mit dem Ball Sané. Davies. Ball soll zu Madi. Da kann er erstmal klären. Sie bekommen den Ball nicht raus. Goretzka. Davies am Ball. In der Mitte Sadio Mané. Sicher gehalten den Kopfball, aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Jetzt Thomas Müller. In den freien Raum. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Die Bayern wechseln. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Musiala. Ball ist bei Goretzka. Jetzt Thomas Müller. Müller verliert hier den Ball. Klasse Aktion. Glanzparade von Manuel Neuer. Wahnsinn, wie hat er denn den noch erwischt? Sie wechseln also aus. Spielerwechsel bei Bayern München. Neben mir auf dem Platz die Nummer 5, Benjamin Pavard. Neues Spiel, die Nummer 40, Nusay Masraoui. Ecke wird kurz ausgeführt. Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Das sieht vielversprechend aus. Und da haben sie den Ball. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Nur Müller. Davies. Jetzt Sabitzer. Ball zurück zu Müller. Sie können den Ball erstmal ablocken. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Masraoui. Ballbesitz Müller. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Schöner Pass da. Dankbarer Ball für Neuer. Kein Problem. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir hier eine deutliche Führung für die Gastgeber. München wird dieses Spiel vermutlich gewinnen und das zu Recht. Es ist ein klasse Auftritt der Bayern. Von Anfang bis hierhin überzeugend. Großes Lob. Sie suchen Musiala. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Davies. Ball soll zu Madi. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Abwehr kann erstmal durchatmen. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Nicht ungefährlich. Steilpass. Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. So, nochmal die Wiederholung. Erst kommt dieser Steilpass von Sadio Mané und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten.
Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieger dieser Begegnung heißt Bayern München. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Thomas Müller war heute richtig gut drauf. Wie lautet dein Kommentar zu seinem Spiel? Ah, so ein Dreierpack, das ist natürlich klasse. Unheimlich torgefährlich, torhungrig. Du merkst diesen Willen, findet immer wieder die Lösung.